Hallo Sportsfreunde und willkommen zur 19. Folge vom FIFA 23 Karrieremodus München mit Rot-Weiß Essen. Und heute wird in dieser Folge ja ein bisschen Vorbereitungen getroffen für unsere erste Ligasaison und es wird das Stadion ausgebaut. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen direkt ins Stadion ausbauen. Und da sind wir auch schon. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, ja, wir sind nach den Feiertagen, wie waren neue Feiertage? Das neue Jahr steht bald bevor. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ich das nächste Video hochlade, vielleicht erst im nächsten Jahr. Oder vielleicht auch noch eine Zusammenfassung oder irgendwas anderes übers Jahr 2022 werde ich noch hochladen, vielleicht ja am 31. Mal gucken, vielleicht auch nicht, vielleicht kommt was. Ja, aber erstmal starten wir rein hier ins Stadionausbau. Ja, ich habe jetzt erstmal überlegt, welches Stadion wir nehmen. Ja, was schon sehr ähnlich aussieht wie das, was wir jetzt gerade aktiv haben, ist das Stadio Municipal. Es sind nur 5000 Plätze mehr. Deswegen weiß ich nicht. Ja, ob wir da doch direkt an den Forstparkstadion gehen. Ja, es sind knappe 10.000 mehr. Und es ist für Europa League eigentlich ganz gut, weil danach haben wir immer noch, ja, einen ordentlichen Sprung vor uns. Ich würde sagen, wir nehmen das Forstpark Stadium und ändern nochmal ein bisschen was am Stadion. So, und so sieht unser Stadion jetzt aus. Viel geändert habe ich nicht, habe jetzt nur die, ja, Tribünenfarbe weiß gemacht. Ja, das ist ein bisschen mehr rot-weiß, ist die Netze habe ich angepasst auf rot-weiß und dann passt es so. So, und jetzt kommen wir zum Kaderplan für diese Saison. Ja, ich plane mit Golds als zweiten Keeper. Wir müssen uns noch irgendwie einen ersten Keeper holen. Ja, der höchstwahrscheinlich ein bisschen jünger ist, ein bisschen besser ist. Deswegen werden wir dazu dann auch noch in der Wunschliste kommen. Ja, aber Linksverteidigung bin ich eigentlich so zufrieden. Vielleicht ein Backup noch, der ein bisschen besser ist, ein bisschen mehr Potenzial vielleicht hat oder sowas als Winter dann, dass ich den dahinter hochziehen noch ein bisschen kann. Vielleicht gehen wir da auch auf die Jugend. Ja, eine Innenverteidigung. Da wird schon ein bisschen anders da. Und da ihr seht, Rios Alonso ist nicht mehr dabei. Heber ist in der Klammer, weil ich ihn verkaufen will. Ja, ist genauso auch bei Friedrich, da überlege ich es auch halt. Deswegen, die Spieler, die in der Klammer sind, überlege ich zu verkaufen. Ja, aber da müssen wir halt gucken, ob wir überhaupt Spieler für die daherkriegen. Noch wenn ich die Spieler holen will, die was ein Fragezeichen haben. Ja, wir haben ja nur so knappe 30, 31 Millionen. Deswegen, da müssen wir echt gucken, was wir da so machen. Verträge müssen wir auch noch verlängern. Deswegen, da wird auch noch ordentlich weggehen. Weil die wollen ja allen einen guten Vertrag noch haben für die erste Liga. Deswegen, naja, Morgalla wird bleiben. Das ist der einzige davon, der hundertprozentig bleiben wird. Ja, aber hier Rechtsverteidigung, ja, mit Sommer und Plicciati bin ich eigentlich zufrieden, muss man so sagen. Dann haben wir ZDM mit Martin und mit Rota, das ist auch einwandfrei, das funktioniert. Weil Martin hat eigentlich immer noch ein gutes Potenzial bringt er noch mit, er ist gerade mal 19 Jahre alt, deswegen wird es schon. Dann haben wir Tell und Lefebvre. Oder wie auch immer man ihn ausspricht. Ja, Vitell muss ich behalten, weil hat ein Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Und deswegen, ja, bin ich da auch am Überlegen, ob ich da noch einen Backup hole. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich ihn behalten soll, weil, naja, wenn man sich so seine Werte anguckt, ja, die können sich zwar noch verbessern, aber der hat 50 Schießen, 71 Tempo, das ist ja katastrophal. Was der da für Wert hat für den linken Flügelspieler. Der war ja eigentlich mal Stürmer. Wie man an seinen Positionen sieht. Deswegen, ma, weiß ich nicht. Ja, Kefkir bleibt, weil er einfach beendet seine Karriere nach dieser Saison. Ja, ZM bin ich mit Ulrich und Vanecek ganz gut zufrieden. Ja, Vanecek überlege ich wirklich seinen Vertrag noch zu verlängern. Um mindestens ein Jahr. Ja, bei wenig. Ja, ihr seht, er ist auch in der Klammer. Genauso wie Hanebrock in der Klammer ist, da überlege ich wirklich wenig seine, ja, Kaufoption zu ziehen. Und dann
ihn weiter zu verkaufen. Ja, wir können es mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr sie machen würdet. Ja, auf dem rechten Mittelfeld sieht es schon ein bisschen anders aus. Und da haben wir nur gerade Young. Weil Valera wird uns ja verlassen nach der Leihe. Ja, haben wir keine Kaufoption. Und deswegen, ja, werden wir da einfach mal gucken, dass wir da einen besseren kriegen, der was auch ein hohes Potenzial mitbringt eigentlich. Ja, im Sturm bin ich eigentlich so ganz zufrieden. Muss man sagen, die beiden haben einen guten Job letzte Saison gemacht. Und deswegen schauen wir jetzt noch auf die Wunschliste. Beziehungsweise als erstes mal auf die Transferliste. Ja, da haben wir nur Wienand, Beck, Deleu und Luzzano, halt die anderen auf der Leihliste natürlich. Ja, ob wir Beck irgendwie mal ausleihen können, ist die andere Frage. Weil wenn er sich dann auf einmal krass entwickelt, wäre cool. Aber wird höchstwahrscheinlich nicht passieren und deswegen kommen wir jetzt zur Wunschliste, ja. Manuel Neuer ist immer noch drauf. Bei 18,7 Millionen ist okay. Letzte Saison war sein Marktwert bei gerade einmal 3. Und das auf einmal ist er bei 15,5. Irgendwie verstehe ich es nicht. Aber naja. Ja, dann haben wir hier den Berardi. Einen italienischen Keeper, der als freier Spieler unterwegs ist. Und der hat eigentlich ganz gute Werte, bis auf Abschlag. Ja, bei den anderen habe ich diese Zeit nicht gefunden. Ihr könnt mir da gerne Vorschläge noch reinschreiben. Ja, in der Innenverteidigung sieht es eigentlich ganz gut noch aus, wenn man so überlegt. Isaac Touré, dann haben wir Chiarodia oder wie auch immer man den ausspricht, Coppola und Scalvini. Der wird aber höchstwahrscheinlich auch viel zu teuer sein. Simo, dann haben wir hier als Linksverteidiger Riquelme, Sousa, Obrador. Ja, da weiß ich auch nicht ganz genau, ob ich die halt wirklich auf Linksverteidiger oder so. Ja, weil er ist 1,88 Meter. Ist da noch irgendwie ein kleinerer dabei? Nee, ne? Nö, okay. Weil sonst hätte ich halt mal geguckt nach Rechtsverteidigung. LAV, hier auch nochmal zwei freie Spieler. ZDM, Kerber. Ja, kann man sich auch überlegen, also als Backup oder weiß was auch, was weiß ich. Ja, mal gucken. Ja, da haben wir natürlich wieder auf dem rechten Mittelfeld den guten Schade, den Somerville und einmal den Walter, der neu dazugekommen ist. Der auch ganz, ganz brauchbare Werte hat, muss man sagen. Ja, bis auf Ausdauer. Aber sonst sieht er eigentlich ganz gut aus. ZM habe ich einfach immer noch drauf. ZM, ja, mehr haben wir aber auch nicht. Ja, Blanco und diesen Bayers, ja. Sieht eigentlich ganz brauchbar aus, weil alleine 97, bis zu 97 Beweglichkeit, 98 Balance, guter Türke. Und hier der Ecuadorianer, sieht auch ganz brauchbar aus. Ja, und deswegen gehen wir jetzt weiter und schauen, was für Angebote reinkommen in diesem Monat. Aber erst gleich, und zwar dann, wenn wir die Kaufoption von wenig gezogen haben. Und jetzt wird erstmal verhandelt Vertrag. Schauen wir mal, was er haben will. Heieiei. Es geht eigentlich. 13,5. Zack, wir schicken ab. Er will jetzt halt 14 und dann akzeptieren wir das. Und damit ist wenig jetzt ein fester Bestandteil von Rot-Weiß Essen. So wollen wir das doch sehen. So und nicht anders. Sieht er nicht schön aus, wenn er jetzt hier so reinlaufen darf nochmal. Wurde eigentlich die Szene wurde das letzte Mal, wo wir wenig ausgeliehen haben, glaube ich, nicht angezeigt. Jetzt wird aber angezeigt mal hier der wenig, wie er trainiert und hier, wie er sein Trikot hochhält. Streift nochmal ein bisschen drüber und da ist er, der gute wenig. Ist ab jetzt wirklich ein fester Bestandteil von Rot-Weiß Essen und das müsste ein A Preisbewertung sein. Wenn nicht, hätte es mich auch gewundert, weil er hat einen 3,5 Millionen Marktwert und er hat eine 70er Gesamtstärke, ist gut fürs Team, keine Ahnung warum hier Valera angezeigt wird, aber ist uns wurscht. Und damit sind jetzt auch die ganzen Spiele, die ich ausgeliehen habe oder
schon verkauft habe, jetzt auch verlassen. Und unser Valera ist auch schon weg. Ist zurück zu seinem Stammclub Atletico Madrid gewechselt. Zurück. Ja. Nein, einen Kauf will ich nicht erwägen. Wir kriegen ein Transferangebot für Felix Wienand, den wir auch verkaufen wollen. Er ist auf der Transferliste. Ja, jetzt haben wir einfach nur noch zwei Leute. Und das sind beides Keeper. Einer zum Leihen, einer zu auf der Transferliste. Joa, was können wir eigentlich verlangen? Bis zu 1 Million? Würde ich nicht nein sagen. 1 Million, zack. Wir gehen hier auch ein bisschen runter. 1,3 würde ich einschlagen. Nächstes Angebot ist jetzt für Cedric Harrenbrock. Da, wo ich mir schon überlege, ihn zu verkaufen. Aber dann auch nur für ein gutes Angebot, was über 2 Millionen Euro ist. Ich wollte gerade Dollar sagen. Nächstes Angebot ist jetzt für Ulrich. Und die Übereinkunft für Felix Wienand, die werden wir uns als erstes kümmern. Da werden wir direkt einschlagen. Und bei Ulrich, da werde ich direkt ablehnen. Stillstand bei Wienand. Ja, sind sich bei den Verhandlungen nicht wirklich einig geworden. Und hier für Finn Lakenmacher 1,8 Millionen werden wir ablehnen. Ein Positionswechsel bei Emil Meyer. Da werden wir mal durchziehen. Neues Angebot für Wienand. Ja, da werden wir auch wieder delegieren und wollen natürlich auch wieder mehr raushaben. Mindestens 1,1 Millionen, was wir vorhin ja angenommen haben. Nach Türkei haben sie vielleicht mehr Geld als die Belgier. Lauter Scouting-Berichte und ein Angebot für unseren guten Sidi Sané. War ja einfach, oder? Und ein Stillstand bei Harnebrock. Ist vielleicht auch wieder ein belgischer Club gewesen. So, Sportsfreunde, hier seht ihr ein bisschen schon mal die gescouteten Spieler. Allein dieser Berardi, der sieht richtig gut aus, ein 4,9 Millionen Marktwert, ist 1,92 Meter groß, hat eine 74er Gesamtstärke und sieht eigentlich richtig, richtig gut aus. Ja, bei den anderen, da muss man noch ein bisschen warten, dass wir hier dir ein bisschen gescoutet kriegen. Ja, weil ich würde mir am liebsten halt Touré und Scalvini holen. Ja, und dann hier fürs rechte Mittelfeld ganz klar schade. Einfach weil er ein Deutscher ist, kennt die Liga. Und deswegen wäre das gar nicht mal so verkehrt, muss man sagen. Ja, und hier, er hier sieht auch nicht gar nicht mal so schlecht aus, falls wir unsere einen unserer ZOMs verkaufen sollten. Ja, aber ich bin ganz sicher, Berardi werden wir verpflichten. Also wird in dieser Saison kein freier Spieler mehr verpflichtet. Ui, der ist ja ganz günstig für die erste Liga. 3.100 Euro nur Gehalt. Ja, und das nehmen wir einfach direkt so an. Let's go. Berardi ist damit ein Mann von Rot-Weiß Essen und wird unsere neue Nummer 1. Heieiei, bin ich zufrieden. Ja? Sehr zufrieden damit mit einem 0-Euro-Deal. Und das ist die Preisbewertung. Wenn die jetzt nicht A wäre, wäre ganz komisch. Daniel Berardi, ein Italiener, steht ab jetzt bei uns im Kasten. Ja, neuer Starspieler. Ja, kann man so mitnehmen. Wie gesagt, unsere neue Nummer 1 steht hier. Ja. Steht zwar nicht irgendwie, dass er ein krankes Potenzial gerade hat, aber er ist eine kleine Verbesserung. Zu Golds sind 5 Gesamtstärken und es ist schon sehr viel. Und jetzt dann gleich werden wir nochmal die ganzen Verträge verlängern, wo ich wirklich verlängern will. Ja, alleine hier wenig. Sagst du, nö, Vertrag passt mir trotzdem nicht, aber du hast den Vertrag mir so vorgeschlagen, wenig. Also viel machen kann ich da leider nicht. Aber, ja, ihr könnt mir auch gerne noch Nummern in die Kommentare schreiben, welche Nummern die ganzen Spieler noch haben sollen. Ja, könnt ihr mir wirklich gerne in die Kommentare schreiben. Ja, weil das sind immer noch, die meisten davon sind, glaube ich, immer noch die Nummern, die sie bekommen haben beim Wechsel. Bis auf, glaube ich, Tell
Ja. Bis auf Tell, glaube ich sogar, weil der hat nicht die 7 gehabt. Direkt. Der hatte die 9. Ja, und die hat jetzt halt dann hier unser Lakenmacher hatte er. Ja, und deswegen würde ich sagen, wir gehen noch ein bisschen weiter, bis wir die voll gescouteten Spieler haben. Höchstwahrscheinlich. Übereinkommen für Wienand. Und damit nehmen wir das hier an. 1,2 Millionen ist besser als nur 1,1. Und Forscher hat sagt irgendwas gut gemacht. Abweicht, um unseren Verein weltweit nach größerer Popularität zu verschaffen. Zum Ziel gesetzt. Oh, oh, oh. Ich habe mir die Ziele gar nicht angeguckt. Und das machen wir jetzt auch. Gleich mal zugleich. Verpflichte einen Spieler, deren Nationalität dem Verein nicht entspricht. Aha, okay. Ist interessant, ist interessant. Ja, hier verpflichte 3 Spieler in der Jugendakademie. Verteidiger, ja, unter 20. Ja, das haben wir auch schon. Finanzen ist niedrig. Preisgelder um 50%. Okay. Die Vorkehrrunde der letzten 16, Abstieg vermeiden, das sollten wir hinkriegen und hier Gruppenphase erreichen. Das sollten wir ganz safe hinkriegen. Und Wienand will einfach nicht wechseln, er will nicht weg. Wieder ein Stillstand bei Wienand und lauter ja, neue Scouting-Berichte. Und rein geht's ins allererste ja, Vorbereitungsspiel gegen Cagliari Calcio, was wir mit 2:3 verlieren. Das war jetzt kein guter Einstand für unseren neuen Keeper Berardi, aber gegen die Blackburn Rovers sieht es schon besser aus. Aber ich glaube, ja, wenn wir ein Spiel davon verlieren, gibt es kaum noch eine Möglichkeit auf die Preisgelder, die wir kriegen, wenn wir Erster werden. Und hier haben wir mal wieder das alte, alljährliche ja, Kapitänsgequatsche bzw. Transfer. Ja, das hat im Transferfenster immer der Kapitän immer irgendwas quatscht von bla bla bla. So, wir werden jetzt einen unserer 3 Scouts einfach mal losschicken. Ja, weil wir sowieso erstmal gucken müssen, wie viel Geld wir noch haben und so weiter. Ja, deswegen 9 Monate geht's für ihn nach Deutschland. Und die anderen weiß ich nicht, ob ich die noch losschicken werde oder ob ich sie ersetzen werde. Aber da müssen wir halt da gucken, wie viel Geld uns übrig bleibt nach unseren Transfers. Gegen Benevento wird jetzt unser letztes Vorbereitungsspiel gespielt und wir hoffen auf einen Sieg, auch wenn es wirklich, glaube ich, nichts bringen würde. Aber wir haben ja sowieso verloren und es hätte halt nichts gebracht. Ja, wir hätten mit 3 Toren mehr gewinnen müssen, dann hätte es was gebracht, aber sonst hätte es halt nichts gebracht. Ja, wir hätten 3-0 gewinnen müssen. Dann wären wir vielleicht Erster geworden. Ja. So viel Geld haben wir vor dem, dass wir hier die Gehälter anpassen. Und gleich seht ihr, wie viel wir danach haben. So viel wird der Kader Gesamtgehaltwert steigern. Wir werden bestimmt bei 400.000 Euro höchstwahrscheinlich liegen danach. So, und jetzt sind wir einmal komplett durch. Ja, ich habe bei fast allen geschafft, dass da ein grüner Daumen ist. Ja, bei manchen, ja, bei Heber oder bei Rios Alonso habe ich gar nicht weiter probiert, erstmal die Verträge zu verlängern. Ja, bei Heber könnte ich es nochmal probieren, aber da werde ich halt mal gucken. Ja, ihr könnt es mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Hier bei Plechat hat es nicht ganz geklappt. Ja, Rot habe ich gar nicht weiter versucht. Ja, Tell ist auch nur so ein Strich. Ja, halt nicht alles einen grünen Daumen nach oben, aber so ein Strich ist auch ganz okay, würde ich sagen. Ja, bei vielen haben wir halt die Gehaltsobergrenze ganz schön nach oben geschraubt. Ja, wenn man das so nimmt. Und wenn man jetzt so guckt, hier unser Zweitkeeper verdient 18.000 und unser Zweitkeeper ist irgendwo hier ganz unten und verdient einfach nur 3.000. Ja, und er hat an Marktwert verloren, das sehe ich jetzt erst. Ja, sehe ich jetzt halt erst. Wow. Vielleicht ist deswegen sein Potenzial so weit nach unten gegangen. Ja, vielleicht liegt es auch daran, was er verdient. Weil er verdient halt nur 3.000. Man weiß es nicht. Aber ich bin eigentlich zufrieden, muss man sagen. Und wir haben ein Gehaltsbudget von 258.000. Ist schon ordentlich nach oben gegangen und unser Transferbudget ist ordentlich gestiegen.
verschmolzen. Wir sind nur noch bei 22 Millionen Euro. Ja. Oh. Tell, Morgala und wenig. Okay. Krass. Schauen wir mal, ob sich das nochmal ändert. Gehaltskürzungen. Ja, Gehaltserhöhungen. Gehaltserhöhung. 7,7 Millionen Euro. Ordentlich. Ja. Und ihr seht schon, der Supercup steht an in der nächsten Folge. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns noch einmal ganz kurz unser Transferzentrale an. Ja, und Keeper haben wir ja jetzt schon. Innenverteidigung sieht eigentlich Touré und Scalvini eigentlich echt gut aus. Von den Preisen her würde ich halt wirklich sagen, Touré, Scalvini, weil alleine... Wir könnten ihn für weniger bekommen als Marktwert. Und er hat ein richtig krankes Potenzial. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, und dann würde ich halt ganz dringend auf dem rechten Mittelfeld noch updaten. Ja, mit Schade. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ein paar Vorschläge noch. Ja, was ihr machen würdet. Weil ich würde so machen mit Schade. Dann würde ich den guten Touré holen und Scalvini. Das wäre dann unsere neue Innenverteidigung höchstwahrscheinlich dann irgendwann, ja, bei Morgala und Scalvini würden auch gut zusammenpassen, deswegen werde ich da mal ganz genau gucken dann, oder ob ich mir nur ein anderes, kleineres Backup holen soll, wie den jungen Mann hier aus Italien, einen anderen jungen Mann aus Italien, ja, aber ein Italiener und ein Franzose, ja, würde ich schon gut mitnehmen, deswegen, ja, weiß ich nicht genau. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wie gesagt. Ja, oder ob wir noch auf der Linksverteidigung-Position noch ein bisschen was machen. Ja, mit einem Chilenen oder so. Der eigentlich auch ganz okay aussieht. Ja, weil da bräuchten wir halt wirklich noch einen eigentlich. Ja, dann könnten wir Friedrich eintauschen oder sowas und dann würden wir fast gar nichts mehr zahlen vielleicht. Ja, aber ich würde sagen, Leute, das war's mit dieser 19. Folge. Vielleicht sehen wir uns erst nächstes Jahr wieder. Deswegen wünsche ich euch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, vielleicht kommt noch irgendwas vorm neuen Jahr. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns. Haut rein. Euer Tuvas ist raus. Die Vorbereitungen für die Saison sind ein bisschen getroffen. Ja, in der nächsten Folge gibt es dann richtige Transfers und den Supercup. Und deswegen hier gerne abchecken die Videos noch. Und jetzt